Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video am Sonntag. Ja, mal ein Video außerhalb der Reihe und das hat einen Grund. Und zwar seht ihr schon, mein Auto ist beladen bis nach Meppen. Und das, was ihr hier seht, ist eine komplette Balkon-Solaranlage. Und zwar hat mich vor einiger Zeit Anke angeschrieben. Hier, Lukas, hast du mal Lust, so eine Anlage zu testen? Balkonkraftwerk hat man schon mal gehört. Das ist eine Anlage, die man sich halt Plug and Play installieren kann. Und mit dieser Anlage kann man dann den eigenen Strombedarf im Haus decken. Oder halt jetzt nach neuester Regelung bis zu 800 Watt in das öffentliche Stromnetz einspeisen und sich das halt entsprechend vergüten lassen. Ja, klar will ich sowas testen. Und deswegen haben wir jetzt hier auf dem Pickup die Anker Solix 2 Pro Solaranlage liegen. Wir haben 4 Paneele hier in diesen Kartons, die pro Panel 435 Watt Leistung erzeugen. Dann haben wir hier entsprechend noch, ich glaube, das müssten die Wandhalterungen sein. Und hier in diesen Kartons haben wir die Energiespeichereinheit. Denn das Besondere dieser Anlage ist es, dass sie einmal Energie erzeugt, die ihr dann entsprechend je nach Energiebedarf in eurem Haus selber verbrauchen könnt. Falls ihr jetzt gerade aktuell nicht viel Energie verbrauchen solltet, dann wird die Energie in dieser Speichereinheit gespeichert. Also ganz simples System. Entweder ihr verbraucht die Energie direkt oder sie wird hier in den Akkus gespeichert. Verbraucht ihr viel Energie, unterstützen die Akkus natürlich. Verbraucht ihr wenig Energie, kommt die Energie aus den Paneelen. Ja, mit dieser Anlage auf dem Pickup machen wir uns jetzt bei entspannten 28 Grad und Gewitterwolken am Hintergrund auf dem Weg zu David, weil mit dem möchte ich die Anlage nämlich zusammen aufbauen. Ich bin echt gespannt. Ihr könnt es, glaube ich, auch sein. Und wir machen uns auf den Weg. So, erstmal rein in den Garten hier. Ja, so ist gut, ne? Wenn die Träger im Garten stehen, dann kann man hier auch mit dem Auto rauffahren. So, wir sind angekommen bei Moin. David im Garten. Moin David, ne? Ja. Hier, Balkonkraftwerk, ne? Ja. Ist angesagt. Heute geht's los. Heute geht's los. Ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal ab. Dann, ja, gucken wir uns mal an, was da drin ist. Und dann ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal sichten wir alle Teile. Alle Teile sichten. Sortieren das erstmal alles, dass wir wissen, was wir da überhaupt machen wollen, wo das überhaupt hingeht, die ganze Reise. Genau, gucken, wo wir das anbauen, ne? Genau, und dann besten Platz suchen. Ne? Alles und klar. Ladungssicherung erstmal lösen. Ich wollte gerade sagen, das ist hier vorbildlich gesichert alles. Ich sag dir, ne? Also, da lasse ich mich ja auch nicht lumpen, ne? Der erste Schnitt. Klinge abgebrochen. Und nichts vor den Augen gehabt. So. Ich mach mal schon mal so. Verpackt ist das ja alles, ne? Ja. Wo habe ich das denn gesehen? Achso, hier. Warte, hier habe ich das gesehen. Hier, ne? Das ist auch hier Zeichen für geprüftes Behältnis. Wegen Batterietransport und so weiter. UN ist hier, haben doch auch die ganzen Dieseltankstellen und so weiter, ja, dass das geprüftes und zugelassenes Transportbehältnis ist. So, reiß auf hier. Alter Schwede. Wie edel, du. Alter Schwede. Also, Verpackung ist wirklich eine 1 mit Sternchen. Definitiv. Oh, guck dir das mal an. Das ist richtig durchdacht, das ist 10. Ja, krass. Scheiß auf Subwoofer, das Ding stellen wir auch an den Fernseher, ne? Guck aber dir das mal an, du. Das sieht echt cool aus. Ja. Noch mit Schutzfolie drauf und was. Geil. Ja, ASMR. genau das. Guck mal, hier haben wir noch Extension Cable, also Verlängerungskabel für die Paneele zum Anschließen. Das ist auch sehr gut, weil das hier auf diesen riesigen Anwesen ja alles sehr weitläufig ist.
Ja, hier haben wir jetzt den kompletten Lieferumfang hier, was wir bekommen haben, hier liegen. Ihr seht ja die 4 Solarpaneele und genau, da gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein, denn ihr seht ja schon auf der Kamera, hier haben wir eine dunkle Seite und hier haben wir eine helle Seite. Das Besondere an diesen Platten ist nämlich, dass die bifazial sind. Das heißt, die sind von der Vorderseite, die ihr hier seht, und von der Rückseite so konstruiert, dass sie auf beiden Seiten Energie bzw. Licht absorbiert. Sonnenlicht trifft hier auf, wird absorbiert, in Strom umgewandelt. Jetzt haben wir ja aber hier, ne, keine Sonne und trotzdem Licht. Das heißt, wir haben diffuses Licht, was nicht direkt durch Sonneneinstrahlung entsteht. Und dieses diffuse Licht können wir mit der Rückseite eben entsprechend auch absorbieren. Und dadurch haben wir entsprechend mit diesen Platten, weil die von beiden Seiten Energie aufnehmen kann, um bis zu 25% mehr Wirkungsgrad, sind 30% mehr Ausbeute als normale Solarplatte. Ist schon was Besonderes. Ja. Wirkungsgrad um 25% zu steigern auf der Flächenleistung, das ist schon ganz amtlich. Und vor allen Dingen ja auch keine dumme Idee, ne? Ich meine, die Platte hat man sowieso da, ne? Den Raum hat man sowieso gebunden, also warum nicht von beiden Seiten? Klar, wenn man den Wirkungsgrad und die Leistungsabgabe dann entsprechend so steigern kann, ist das natürlich eine coole Sache, ne? Hier auf den Anschlüssen steht ja auch drauf IP68, ne? Also entsprechend halt zertifiziert. Hohe Schutzklasse der Elektrik ist das. Das ist Spritzwasser, Feuchtigkeitswasser geschützt. Heißt sogar, da kann direkt Regen drauf fallen und die sind trotzdem weiter dicht. Dann hatten wir ja euch gezeigt, das Montagematerial für die Platten. Das ist die Wandhalterung. Das Stück wird so an die Wand gedübelt. Und dann haben wir hier quasi das Querstück. Und hier haben wir das Stück, wo die Platte rankommt. Also hier wird das dann an die Wand gedübelt. Und ihr könnt dann durch das Lochbild halt eure Neigung verändern, ne? Also wenn ihr sagt, ich will lieber einen flachen Winkel haben, dann baut ihr das entsprechend so zusammen. Ihr könnt die Anlage ja auch, was weiß ich, an Treckerschuppen bauen oder euch eine Halterung, ein Gestell, dass das eben im Garten steht. Oder wie der Name schon sagt, Balkonkraftwerk an Balkon. Was natürlich daran auch cool ist, es gibt auch verschiedene Halterungen. Also ihr könnt eine Dachhalterung haben, da müsst ihr mal bei Anker auf der Seite gucken. Da gibt es halt für alle denkbaren Anwendungsfälle ja, das richtige Befestigungsmaterial. Und was wirklich sehr positiv auffällt, ist die Materialgüte. Also das ist Alu. Jetzt auch nicht irgendwie hier kleiner Kram, sondern das ist schon dick, ne? Wir haben es gemessen, 2,6 mm ist es stark. Von der Verarbeitung her echt sehr sauber, sehr ordentlich. Keine Ausreißer hier an den Kanten. Ja. Die Ecken abgerundet, dass keine Verletzungsgefahr entsteht, ist schon sehr hochwertig alles gefertigt worden, muss man wirklich sagen. Rostet nicht, ist halt bei uns auch wichtig, ne? Wie im Norden, ja, wir haben viel Regen. Genau. Viel Regen, ne? Viel Korrosion. Also davon bin ich wirklich auch sehr überzeugt, definitiv. Ja. Ja, hier jetzt einmal das Herzstück der Anlage, nämlich die Anker Solix Solarbank 2 Pro. Das ist der Name von diesem Gerät hier und das ist quasi die Schnittstelle zwischen den Solarpaneelen und eurem Stromnetz. Das ist quasi das Grundmodul. Ihr habt pro Modul, auch im Grundmodul, 1,6 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität. Das heißt, eure Anlage produziert Strom, den ihr nicht verbraucht. Dieser Strom wird automatisch in diesem Speicher gespeichert. Ihr habt an der Seite hier auch eine Steckdose, die 1000 Watt Leistung abgibt. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn es schlimm kommt, ihr habt einen Stromausfall, dann könnt ihr hiermit wichtige Geräte in eurem Haus betreiben, also beispielsweise Kühlschrank oder die Versorgung von eurer Heizung etc. etc., dass ihr auch im Stromausfall entsprechend gut versorgt seid. Dieses Gerät lässt sich mit diesen Powerpacks erweitern. Ihr baut an, euch reicht 1,6 Kilowattstunden nicht mehr aus, dann könnt ihr, je nachdem wie hoch euer Energiebedarf ist, eine variable Anzahl an Powerpacks quasi dazu packen. Wir haben hier unten an der Solarbank hier den Anschluss, wo wir das Gegenstück hier wiederfinden. Das heißt,
Die Solarbank 2 Pro wird dann einfach hier rauf gesetzt, ne, Plug and Play. Und so könnt ihr euch dann einen richtigen Turm bauen. Ihr könnt mit der Solarbank 2 Pro 5 Powerpacks maximal nutzen. 5 Powerpacks, a 1,6 Kilowattstunden plus die Solarbank 2 Pro mit 1,6 Kilowattstunden sind maximal 9,6 Kilowattstunden, die ihr euch modular zusammenbauen könnt. Ihr stellt die Dinge einfach aufeinander und habt dann individuell anpassbaren Energiespeicher. In dieser Variation 3,2 Kilowattstunden, ne, weil 2 mal 1,6 Kilowatt. Und was noch zu erwähnen ist, wir haben, das muss ich jetzt nochmal nachgucken, das sind keine Lithium-Ionen-Akkus, sondern Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt eine deutlich höhere Lebenszeit haben. Da sagen wir aber später nochmal was zu. Dann haben wir hier noch, Alter, Tonnen von Kabel liegen. Das sind die Anschlusskabel für ja, das Batteriepack und das, ja, das Steuerungspack. Alle möglichen Kabel, Verlängerung. Wir haben Werkzeug dabei, ne, Montagewerkzeug für unsere Halter. Wir haben Schrauben dabei. Wir haben Montagewerkzeug und Halter für unsere Steuerung und das Powerpack dabei. All möglichen Kram, Dübel, Winkel, hast du nicht gesehen, gibt's das nicht. Also hier kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen und sollte das auch mit kleinsten Mitteln einfach DIY montieren können. Ne? Da werden die dicken Formen rausgeholt. Ja, wir sind gerade dabei hier zu überlegen, wie wir die, wie und wo wir die Anlage am besten festmachen. Diese Querstreben werden dann halt hier entsprechend so auf den Kollektor aufgebaut. Und hier wird jetzt gerade die dicke Mathematik ausgepackt. Und hier schwer ein hingedacht. Das ist gleich Tangens. Tangens, alles klar, ich verstehe kein Wort. Die Idee ist nämlich jetzt, die Dinger hier oben aufs Dach zu bringen, weil das Beste für so eine Solaranlage ist, wenn sie in Südlage verbaut ist, weil da die Sonne am längsten drauf scheinen kann. Süden ist jetzt in diese Richtung. Und die Sonne geht morgens hier so rum, steht dann abends da. So wie jetzt auch zu sehen. Da wird sich jetzt hier gerade ausgerechnet, in welchem Winkel das denn am besten ist. Das sind so 32 Grad, wie wir es jetzt haben. Das sind 32 Grad? Ja. Aha. Davids Rechenkünsten zum Trotz haben wir uns jetzt für dieses Stück Wand entschieden, weil wir haben das hier mal ausgemessen mit unserer geeichten Messpappe. Wir können in der Quermontage hier ein Paneel, darunter ein Paneel, und links davon ein Paneel und darunter ein Paneel. Also das heißt, wir kriegen im Querformat alle vier Paneele hier an diese Wand. Wir haben hier Südseite, das heißt, ab mittags bis abends, sieht man ja jetzt auch, steht hier die Sonne und knallt hier direkt ungehindert auf diese Wand. Die Wand ist zudem noch weiß, das heißt, das reflektiert auch richtig schön. Gerade mit diesen bifazialen Paneelen, die von beiden Seiten Licht aufnehmen können, ist das natürlich eine super Sache, weil das Licht, was ein bisschen durch den Kollektor durchscheint, kann dann, wird halt reflektiert und kann dann von der anderen Seite super aufgenommen werden. Die Halter sind einmal alle durchgeschraubt und man muss wirklich sagen, die sind super stabil. Liegt natürlich einmal an der Materialdicke, aber jetzt so im Dreieck sind die Dinger wirklich super stabil. Wenn die Platten da jetzt drauf sind, kriegt das Ganze ja auch nochmal seitliche Steifigkeit. Und wenn die ordentlich an der Wand festgedübelt sind, dann ja, halten die auf jeden Fall auch jedem Sturm etc. stand. Lange und kurze, nee, nicht, alle gleich. Sind alle gleich, auch eigentlich ziemlich gut, weil du musst keine Schrauben suchen, ist alles das gleiche. Alle gleiche Länge, sehr schön. Alle gleichen Muttern, brauchst nur einen Schlüssel und Abfahrt. Ja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal nach was aus, ne? Der Vorteil ist halt hier von den langen Löchern, das ist alles noch ein bisschen verschiebbar, ein bisschen variabel, anpassbar. In Längsrichtung, sowohl in Querrichtung. Das heißt, auch beim Einbau gibt es da dann später keine Probleme. We'll be right back.
So, wir machen an der Stelle Feierabend. Und ich würde sagen, jetzt gleich seht ihr das Gesamtergebnis. Zack, so schnell hängt die Anlage hier. Aufbau in Rekordzeit dank Plug and Play. Wundert euch nicht, das ist hier von heute Nacht. Hier hat es ein bisschen geregnet. Wir haben hier extra jetzt ein bisschen Abstand gelassen, damit auch die zweite Reihe hier komplett beschienen werden kann. Ja, das sieht doch schon mal höchst professionell aus hier. Dann würde ich sagen, schließen wir die Solarbank 2 Pro an, schließen das Powerpack an und dann installieren wir das Smart Meter. Das haben wir euch ja noch gar nicht vorgestellt. Da fängt nämlich die Zauberei dann erst richtig an. Ja, wir wollen jetzt die Solarbank 2 Pro anschließen und dann entsprechend noch das Batteriepack. Das setzen wir jetzt gleich zusammen. Wir gucken uns jetzt aber erst nochmal die Anschlüsse an. Hier haben wir eben die 4 Eingänge für die Solarpaneele. PV1, PV2, PV3, PV4. Ganz einfach. Da werden die dann entsprechend einfach angeschlossen. Und hier auf der Seite haben wir unsere 1000 Watt, unseren Notanschluss, mit dem wir dann im Notfall Kühlschrank, Heizung, whatever betreiben können. Aus dem Akku raus. Und hier dann entsprechend unseren Stromanschluss, den wir in unser Hausnetz stecken. Müsste ja auch von den Abmaßen außen passen. Zack. So schnell habt ihr das Grundmodul, die Solarbank 2, erweitert um 1,6 Kilowattstunden. Als erstes den Netzanschluss her. Oder? Da ist er. Klick. Steckdose. Wichtig ist immer, dass auf einem Steckplatz auch immer das richtige Panel ist, deswegen mal als Paarung, damit man die nicht vertauschen kann. Und dann geht das auch einfach nur klack, klack. Und das nächste. Guck mal, so schnell kann man ohne Techniker, ohne Werkzeug, ohne alles, ohne Techniker, ohne Elektriker seine eigene Anlage montieren. Und nenn mir mal ein System, wo du auch ohne Techniker hier einfach deinen Speicher so erweitern kannst. Ja, das ist richtig. Ne? Und es kommt ja noch dazu, sollte mal irgendein Teil kaputt sein, warum auch immer, ja. Sollte mal irgendwas kaputt gehen, das kann ist man ja, austauschen, ne? Kann man einfach austauschen. Ne? Hier haben wir jetzt das Gehirn der ganzen Anlage, nämlich das Anker Solix Smart Meter. Gucken wir einmal rein. Wir haben einmal ja, das Smart Meter an sich. Dann haben wir hier einmal einen Anschluss mit induktiven Spulen. Induktiven Spulen. Auf die du halt, oder die messen dann halt, auf welcher der drei Leiter, ne? Deswegen ist das ja hier so schön beschriftet. L3, L2, L1. Ne? Das sind unsere drei Hauptleiter im Haus, ja. Die man hat. Ne? Man hat ja mehrere Stromkreise im Hausanschluss mit den Vorsicherungen drauf. Und das klemmt man jetzt auf die jeweiligen Phasen. Und der kleine Aparillo merkt dann eben, die Steckdose zum Beispiel, die sichert gerade mein Wohnzimmer ab, den Stromkreis, wo das Wohnzimmer ist, auf einer Phase. Dann habe ich ja irgendwo meine Waschmaschine, weil die ja viel Strom zieht, ist sie wieder auf einer anderen Phase mit drauf, mit einer eigenen Sicherung. Und mit diesem Gerät kannst du einfach gucken, auf welchen Phasen ist gerade die größte Abnahme, weil die halt induktiv den Strom messen, der da durchfließt. Und darauf schaltet das Gerät eben die Powerbank ein, sollen wir jetzt Strom einspeisen oder nicht. Also damit, du kannst das dem Gerät zwar vorgeben mit der App, was weiß ich, so wie wir es ja jetzt aufgebaut haben, hier ist die Sonne ja erst ab 16 Uhr. Dann machen die Paneele die meiste Leistung, weil sie natürlich voll besonnt werden. Jetzt kann ich zwar einstellen, okay, jetzt soll er viel Strom gleich ins Netz speisen, weil er auch viel Strom produziert, also die 800 Watt. Jetzt könnte aber, was weiß ich, in 2 Stunden die Sonne zwar ein bisschen weiter sein, aber mein Kühlschrank läuft zum Beispiel an. Und dann würde das Gerät eben umschalten und würde sagen, okay, du kannst wieder anheben, wir nutzen erstmal den eigenen Strom, weil wir gerade auf einer anderen Phase Stromentnahme haben. Und um das wieder auszugleichen, die Lastungsspitzen, das kann dieses Gerät. Also, das einigermaßen erklärt. Ja, also das Gehirn der ganzen Nummer, das wird jetzt noch installiert und dann nehmen wir die Anlage in Betrieb. Ja, das Smart Meter ist installiert und läuft. Jetzt werden wir das mal alles in der App konfigurieren und dann zeigen wir euch die App. Ja, man kann so Strom produzieren oder man kann Energie auch so erzeugen. Prost! Oh, da macht Sonnenschein richtig Spaß, wenn es dort den Strom reinspült. Mehr Sonne!
Ja, wir wollten euch ja noch die Anker-App vorstellen. Und genau, hier seht ihr jetzt einmal quasi das Profil. Könnt ihr dann eure Profileinstellung betätigen. Dann haben wir hier in der Mitte unsere Geräte. Die haben wir jetzt auch schon alle mit dem WLAN verbunden. Und da sieht man ja, haben wir einmal das Smart Meter verbunden. Und dann hier einmal unsere Solarbank, die hier hinter uns steht. Da sieht man ja auch nochmal die Bezeichnung Solarbank 2 E1600 Pro heißt das Gerät da. Und genau, hier haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, einmal unseren Akkufüllstand zu sehen. Hier hinter dem Akku steht ja ein kleines Mal 2. Da tippen wir rauf und dann sehen wir quasi einmal die Solarbank, einmal die Erweiterungsbatterie. Die Erweiterungsbatterie hat 92% Füllstand, 32 Grad Temperatur und die Solarbank 67% Füllstand, 36 Grad. Also das, was wir auch hier oben sehen. Dann sehen wir hier unsere Batterieladung. Die Batterie wird gerade mit 209 Watt geladen. Und wir haben eine Eingangsleistung jetzt, wo die Sonne gerade wieder rauskommt, von 503 Watt. Und davon gehen 339 Watt dennoch ans Haus ab. Und jetzt sogar schon 311 Watt in die Batterie rein. Ist echt krass, wie man das hier in Echtzeit verfolgen kann. Aber macht echt schon Spaß. Ne? Also das macht Spaß. Man kann hier die ganze Zeit raufgucken und das ist echt witzig. Dann gehen wir jetzt mal auf Start. Und da sehen wir jetzt hier in dieser Übersicht quasi unsere Anlage. Also einmal nochmal wieder den Solarbetrieb. Die Platten machen gerade 659 Watt. Und hier können wir dann auch entsprechend die einzelnen Platten sehen, was die gerade machen. Ne? Da sieht man Platte 2, das ist die jetzt schon beschattet ist durch den Baum vom Nachbarn. Die kleinste Leistung gerade. Genau, PV2 ist beschattet. Genau, und die andere hat auch eine Beschattung mit drin. Die kleinere da unten, die P4. Genau, man kann dann jetzt wirklich genau sehen, welche Platte was leistet. Dann können wir weitergehen, sehen hier dann unsere Solarbank. Wird gerade mit 211 Watt geladen, hat 80% Ladezustand. Und dann kommen wir wieder hier in unsere Ansicht, die wir eben gerade schon hatten, rein. Wir sehen, das Haus wird gerade mit 340 Watt eingespeist. Genau, und hier zu Hause die 328 Watt ist was verbraucht. Der aktuelle Bedarf. Und 12 Watt gehen dann noch raus ins Netz. Ja, hier unten sehen wir dann noch unsere Einnahmen, die wir schon generiert haben. Ja. Wir sehen, wie viel Kohlenstoffdioxid wir mit der Anlage eingespart haben. Das ist ja das, was eingespeist wird, ne? Und wie viel Kilowatt wir jetzt bereits erzeugt haben, was wir dadurch für CO2 eingespart haben. Genau. Und die generierten Einnahmen, das steht momentan auf 40 Cent die Kilowattstunde. Und hier unter sehen wir dann quasi, tagesgenau, wie viel Energie wir wann erzeugt haben. Also wir können das ja mal größer ziehen. Und jetzt sieht man hier, seit 17 Uhr ist die Anlage hier im Betrieb. Und wir hatten um 18.20 Uhr den höchsten Peak. Den höchsten Peak, was die Solarproduktion angeht. Dann können wir hier entsprechend sehen, wann der höchste Energieverbrauch im Haus war. Wir können sehen, wann der Speicher entladen wurde, zu welcher Zeit. Und wir können dann hier noch sehen, Netzdaten, also was wir quasi aus dem Netz genommen haben und was wir eingespeist haben. Und das halt tages-, wochen- und monatsgenau. Ganz interessant ist noch die verschiedenen Modi, die wir hier einstellen können. Wir befinden uns gerade im benutzerdefinierten Modus. Das ist halt der Modus, den man benutzt, wenn man das Smart Meter nicht benutzt. Und zwar, wenn wir jetzt hier rauf gehen, dann können wir hier einen Verbrauchsplan erstellen. Ich habe jetzt hier mal zu Schauzwecken eingelegt, täglich, müssen wir einmal editieren. Und dann sehen wir jetzt, welche Uhrzeiten ich hier eingestellt habe. Das heißt, wenn wir in diesem Modus sind, dann kann ich jetzt hier einstellen, von 0 bis 6 Uhr soll die Anlage 180 Watt einspeisen, ne, weil es schläft jeder von 0 bis 6.30 Uhr, das heißt, dann läuft nur der Kühlschrank. Von 6.30 Uhr bis 16 Uhr sind alle auf Arbeit, da geht das dann ein bisschen hoch auf 250 Watt. Von 16 bis 22 Uhr sind alle zu Hause, gucken Fernsehen, da wird Landwirtschaftssimulator gespielt und deswegen ist der Energieverbrauch am höchsten.
Das heißt, die Anlage soll in dem Zeitraum 340 Watt einspeisen und dann nachts von 22 bis 24 Uhr, damit wir den ganzen Tag voll kriegen, wieder 180 Watt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will aber im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr das ändern, entweder kann ich dann hier die Uhrzeit ändern oder ich sage halt, ich will die Leistung ändern, meinetwegen nur auf 300 Watt speichern und ja, entsprechend ja, wird dann hier oben auch das, die Grafik dargestellt. Na, da siehst du ja richtig, wie dein Verbrauchsplan aussieht. Ja, und wenn wir dann quasi die Energieverteilung von den Solarplatten und dem Speicher in das Haus intelligent steuern wollen, nach tatsächlichem aktuellen Verbrauch, sekundengenau, dann machen wir das halt über den Eigenverbrauch und dann liefert uns die Daten quasi das Smart Meter. Das heißt, ich gebe das hier nicht mehr manuell an, dann und dann will ich das und das ans Haus abgeben, sondern in diesem Eigenverbrauch regelt das Smart Meter selber. Das erkennt, was gerade benötigt wird und ja, stellt dann dementsprechend bereit. Und das sehen wir jetzt, haben wir nur 88 Watt Solarbetrieb, aber das Smart Meter, jetzt sind wir im Eigenverbrauch, regelt dann gleich runter, entsprechend nach sekundengenauem Bedarf und dann geht gleich die Abgabe ans Netz hoch und die Akkus werden dann auch natürlich dementsprechend geladen. So, wir gehen aus dem Eigenverbrauchsmodus wieder raus in den benutzerdefinierten Modus, weil man das dann einfach besser darstellen kann. Ich setze mal den Verbrauch vom Haus jetzt nochmal runter auf komplett 0. So, ich habe den Energiebedarfsplan, den ich jetzt erstellt hatte, wieder gelöscht und standardmäßig speist die Anlage dann kontinuierlich, egal welche Uhrzeit, 200 Watt ein. Und das sehen wir jetzt ja auch wieder hier an unserem Plan, an unserer Darstellung hier, die also ehrlich gesagt echt gut ist. Ja, Solarbetrieb erzeugt gerade 429 Watt und davon gehen 200 Watt entsprechend nach Hause. Davon werden 104 Watt genutzt und die restlichen 96 Watt werden ins Netz eingespeist. Ja, so viel jetzt erstmal zur App. Wie gesagt, einmal die Startseite, wo ihr hier dann eure Übersicht habt und eure Werte entsprechend sehen könnt. Wir haben die Anbindung an Smart Meter, wir haben die Anbindung an unsere Solarbänke, können den Status sehen und im Profil dann entsprechend Einstellungen tätigen. Ja, ich bin jetzt nochmal mit euch kurz in den Anker Online Shop reingegangen und hier seht ihr ja auch schon die Anlage, ne, die Solarbank 2 mit den vier bifazialen Paneelen und Bodenhalterung. Das ist ja das Set, was wir jetzt hier gerade haben. Und ja, hier gibt es halt verschiedene Sets, die ihr euch auswählen könnt. Ihr könnt auswählen, welchen Installationsort ihr habt und entsprechend seht ihr denn ja auch, werden euch verschiedene Halterungen vorgeschlagen. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, euch verschiedene Zusatzakkus zur Solarbank 2 Pro mit dazu zu konfigurieren. 2 Akkus, 3 Akkus, 4 Akkus oder maximal 5 Akkus mit den 9,6 Kilowattstunden. Es gibt auch noch die normalen Standard-Solarpaneele, das sind dann keine bifazialen, dann haben die 445 Watt. Aber das ist dann so, dass sie halt entsprechend nur von einer Seite dann ja, Energie absorbieren können. Ja, wo wir jetzt hier auf dem Abend sitzen, vielleicht einmal nochmal ein Fazit. Ja, einmal wie so die Qualität von der Anlage ist und einmal was den Aufbau betrifft. Kannst du da nochmal was zu sagen? Also qualitativ sehr hochwertig, gute Materialien, ja. Auch die Gummistopfen, alles sehr hochwertig, sehr passgenau. Die geprüften Kabel dazu vom TÜV zertifiziert. Genau, hat man ja vor allen Dingen auch an den Aluminiumprofilen gesehen, also das ist auch meine Einschätzung, dass das wirklich sehr hochwertig verarbeitet ist, ja. Und auch wirklich stabil gebaut. Ne? Und das ist jetzt nicht, weil wir die Anlage hier gestellt bekommen haben, sondern das ist halt so, ihr habt es ja auch gesehen. Und zur Installation? So einfach gehalten, dass das jeder versteht, der da Bock drauf hat. Auspacken, drauf gucken, Teile sehen, verstehen, zusammenbauen. Ja, dieser Zusammenbau ist einfach, das ist einer der riesigen Vorteile, die ich bei diesem System sehe. Es ist Plug and Play. Ihr könnt das komplett ohne Mechaniker aufbauen. Die Solarbank 2 mit dem Erweiterungsakku haben wir jetzt hier stehen.
Die Solarpaneele hängen ja da an der Wand. Und das ist auch überhaupt kein Problem, dass die Dinger draußen stehen. Also einmal ist die Solarbank und der Erweiterungsakku tatsächlich frostsicher. Also das heißt, bis minus 20 Grad Temperatur können diese Geräte aushalten. Und ab 0 Grad erwärmt sich der Akku auch selbstständig, um sich halt warm zu halten, um eine Entladung durch Kälte vorzubeugen und halt um seine Kapazität zu halten. Zudem ist die Solarbank 2 und der Akku IP65 geschützt, das heißt gegen Spritzwasser geschützt. Und bei den Solarpaneelen haben wir sogar eine IP68er Zertifizierung, das heißt gegen dauerhaftes Wasser. Also nicht nur gegen Spritzwasser geschützt, sondern gegen Niederschlagswasser, gegen dauerhaftes Wasser. Staubgeschützt ist die ganze Anlage auch, also die Solarbank und die Paneele. Also das heißt, dass trotz auf jeden Fall hier den Witterungseinflüssen und dass die Anlage jetzt hier draußen steht, ist auch kein Problem. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Vielleicht nochmal für den einen oder anderen interessant, wenn ihr euch so eine Anlage kauft. Wie sieht es eigentlich mit der Langlebigkeit aus? Wir haben hier in der Solarbank 2 ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, der bis zu 6000 Ladezyklen aushält. Branchenüblich sind bis zu 3000 Ladezyklen. Dieser Akku hält bis zu 6000 Ladezyklen aus. Und das entspricht natürlich auch einer gewissen Lebensdauer. Und zwar gibt Anker an, dass die Solarbank 2 Pro eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren hat. Und 10 Jahre gibt es auf die Solarbank 2 Garantie. 10 Jahre. Finde ich schon echt ein Wort. Aber jetzt kommt's. Die Solarpaneele, ja, gibt Anker mit einer Lebenszeit von 30 Jahren an. 30, da bin ich 60. Kann ich gar nicht vorstellen, 30 Jahre. Und davon gibt es 15 Jahre Garantie auf die Solarpaneele. Nicht schlecht. So, da David und ich ja jetzt das Geldmachen erfunden haben, interessiert euch natürlich, lohnt sich so eine Anlage und amortisiert sie sich? Dazu habe ich hier gerade mal eine kleine Bierdeckelrechnung gemacht. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir an diesem Standort 2234 Sonnenstunden im Jahr haben und die Anlage unter Volllast 0,8 Kilowattstunden erzeugt und wir davon ausgehen, dass hier der Jahresbedarf im Haus bei 2730 Kilowattstunden liegt und wir von einem Strompreis von 44 Cent pro Kilowattstunde ausgehen, dann erzeugt diese Anlage hier unter Volllast 1787 Kilowattstunden im Jahr. Diese 1787 Kilowattstunden werden ja aber nur unter Volllast erreicht, das ist unrealistisch. Das heißt, wir gehen jetzt mal von 80% aus. Also 80% der Auslastung dieser Anlage ist Volllast, also volle Sonneneinstrahlung. Das heißt, wir nehmen die 1787 Kilowattstunden mal 80%, kommen wir auf eine realistische Jahresproduktion von 1429 Kilowattstunden. Diese 1429 Kilowattstunden realistische Produktion im Jahr nehmen wir jetzt mit dem Energiepreis von 44 Cent mal und da kommen wir auf einen Ertrag von 629 Euro im Jahr, den diese Anlage hier hinter uns erwirtschaftet. Nur, dass sie hier so ein bisschen an der Wand hängt und in die Sonne strahlt. Damit klärt sich auch die Frage, wann sich die Anlage amortisiert, relativ leicht. Und zwar circa nach 3,5 bis 4 Jahren hat sich diese Anlage bezahlt gemacht und fängt an, wirklich ein Plus zu erwirtschaften. Und das finde ich für so ein Balkonkraftwerk schon echt eine amtliche Hausnummer. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende des Videos. Ihr habt heute sehr viel Input gekriegt, was Balkon-Solarkraftanlagen angeht und vor allen Dingen, was diese Anlage angeht. David, der guckt hier nur noch in Echtzeit auf seine Anlage. Boah, jetzt macht die immer noch 600 Watt. Die Abendsonne, die da jetzt nur noch draufsteht und das Ding macht so noch 670 Watt, das ist doch der Hammer. Der Hammer. Ich sage, wir haben das Patent zum Geldverdienen gefunden und dem ist nichts hinzuzufügen. David, ich danke dir für deine Hilfe. Ich auch, Lukas, immer wieder gerne. Ja,
Und ja, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Und damit beende ich das Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle mit dabei wart. Schaut gerne auf der Internetseite von Anker vorbei. Und ja, lasst mir einen Kommentar da, wie ihr die Anlage findet. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Folgt mir auch gerne auf Instagram, lukas_carsten. Und ja, ihr könnt euch freuen, morgen zur gewohnten Zeit, am Montag um 16 Uhr, gibt es für euch schon das neue Video. Also, das heißt, morgen gerne wieder mit einschalten und ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Bis dann, haut rein!